Rudolf Steiner Heilerythmie. Erster Vortrag Donnach, 12. April 1921. Mit diesen Nachmittagsstunden möchte ich die ersten Keime einer Heilerythmie andeuten. Wir werden dazu heute eine Art Einleitung haben, um dann dasjenige, was wir da gewinnen, in den nächsten Tagen überzuleiten in bestimmte Formen. Zunächst möchte ich einiges Prinzipielle bemerken. Dasjenige, was bisher getrieben worden ist Eurythmie als Kunst, und als eurythmische Kunst ist sie zu gleicher Zeit das, was auch von der Pädagogik und Didaktik als Eurythmie für Kinder akzeptiert werden muss. Denn dasjenige, was bisher entwickelt worden ist als Eurythmie, ist durchaus hervorgeholt aus der Gestalt des gesunden Menschen. Und wir werden sehen, wie sich gewisse Anhaltspunkte ergeben werden, um ein hygienisch-therapeutisches aus dem Eurythmischen herauszugewinnen, wie sich manche künstlerische Formen nach der einen oder nach der anderen Richtung metamorphosieren werden, um eben zu dem zu werden, was man eine Art Heilerythmie nennen kann. Es wird natürlich prinzipiell notwendig sein zu betonen, dass die künstlerische Eurythmie, die im Wesentlichen ein Ausleben desjenigen ist, was elementar in der Gestalt und in den Bewegungstendenzen des menschlichen Körpers liegt, sowohl für den Anblick, wie auch eben für die seelisch-geistig-körperliche Ausbildung des gesunden menschlichen Organismus, als das Richtige angesehen werden muss. Aber man kann eben hinarbeiten nach einer Heilerythmie, welche sehr weit gehen kann in der Behandlung von irgendwelchen chronischen und auch akuten Zuständen, die aber namentlich auch in dem Fall als sehr zweckmäßig und wichtig sich erweisen wird, wenn wir uns bemühen, heranrückende Krankheiten, Anlagen zu Krankheiten, gewissermaßen prophylaktisch eurythmisch zu behandeln. Da haben wir dann allerdings ein Element gegeben, wo das didaktisch-pädagogische Element der Eurythmie allmählich in das hygienisch-therapeutische wird übergehen müssen. Für diejenigen aber, die künstlerische Eurythmie treiben wollen, möchte ich ausdrücklich betonen, dass sie in intensivster Weise, wenn sie eurythmische Kunst treiben wollen, das werden vergessen müssen, was sie sich in diesen Stunden hier aneignen. Denn gerade auf diesem Gebiet wird man im strengsten Sinne auseinanderhalten müssen dasjenige, was an hygienisch-therapeutischen Zielen angestrebt wird, und dasjenige, was in der Eurythmie als das Künstlerische angestrebt werden muss. Und wer beides wird durcheinander werfen wollen, wird sich erstens seine eurythmische Künstlerschaft zerstören und zweitens in Bezug auf das therapeutisch-hygienische Element nichts Besonderes erreichen können. Es wird ja ohne dies, wie die folgenden Stunden zeigen werden, notwendig sein, dass man, um das hygienisch-therapeutische Element der Eurythmie anzuwenden, gewisse physiologische Kenntnisse, die wie in eine Art Gefühl für die Bildung des menschlichen Organismus übergehen, beim praktischen Anwenden durchaus wird haben müssen. Nun, nachdem ich das vorausgeschickt habe, möchte ich, wie es sich mir angemessen erweist, gerade für die Ziele, denen wir hier entgegenstreben, etwas genauer eingehen auf dasjenige, was nun der menschlichen Eurythmie überhaupt zugrunde zu legen ist. Wenn man verstehen will, was Eurythmie nach ihren verschiedensten Inhalten ist, muss man sich zunächst ein gewisses Verständnis erwerben für den menschlichen Kehlkopf. Die anderen menschlichen Sprachorgane werden wir gerade im Verlaufe unserer Übungen im Zusammenhang mit dem menschlichen Kehlkopf kennenlernen. Aber das Erste, das wir uns aneignen müssen, wird sein müssen eine gewisse Kenntnis des menschlichen Kehlkopfes und seiner ganzen Bedeutung für die menschliche Organisation überhaupt. Man ist viel zu sehr geneigt, ein einzelnes menschliches Organ wie eine Sache für sich zu betrachten. Das ist es aber nicht. Das ist kein menschliches Organ. Jedes menschliche Organ ist ein Glied der Gesamtorganisation und zu gleicher Zeit eine metamorphosische Umänderung gewählt ist eher anderer Organe. Im Grunde genommen ist jedes für sich abgeschlossene menschliche Organ eine Metamorphose der anderen für sich abgeschlossenen menschlichen Organe. Da haben wir allerdings die Sache so, dass gewisse menschliche Organe und Organgruppen sich erweisen als, genauer, präziser möchte ich sagen, den Charakter der Metamorphose mehr in sich tragend, andere weniger. Aber ein solches Beispiel,
wo wir nur durch eine richtig verstandene Metamorphose eindringen, können von einem Organ aus in das Wesen des menschlichen Organismus, ist der Kehlkopf. Erinnern Sie sich nur einmal aus Ihren anatomischen und physiologischen Kenntnissen, wie eigenartig dieses Organ des menschlichen Kehlkopfes gestaltet ist. Es ist dasjenige, was ich sagen will, nur durch ein, ich möchte schon sagen, goethehaftes Anschauen dieses menschlichen Kehlkopfes zu gewinnen. Aber wenn Sie sich bemühen, dieses goethehafte Anschauen der betreffenden Organe, auf die wir jetzt rekurrieren wollen, anzustreben, so werden Sie sehen, dass es damit geht. Wenn Sie den Kehlkopf zunächst nehmen als eine nach oben gerichtete Fortsetzung der Luftröhre, so werden Sie als Charakteristisches finden, wenn Sie ihn seinen Formen nach studieren, dass er ein umgewendetes, von vorne nach rückwärts gewendetes Stück der menschlichen Organisation ist, von einem anderen Orte ein anderes Stück menschliche Organisation umgewendet. Stellen Sie sich das Hinterhaupt des Menschen vor, mit Einschluss der Gehörpartie, und denken Sie sich das, was Sie sich da vorstellen als Hinterhaupt des Menschen mit Einschluss der Gehörpartie, insofern sie in diesem Teil des Menschen lokalisiert ist, mit Ausschluss des Vorderhirns zunächst, und fortgesetzt nach unten so, dass es übergeht in den menschlichen Brustkorb mit seinen Rückenwirbeln, aber mit dem Ansatz der Rippen, die vorne das viel weichere Brustbein haben, das überhaupt unten ganz wegfällt. Also, Sie stellen sich dieses Organsystem vor, das weniger genau abgegrenzt ist, das ich jetzt angeführt habe, der rückwärtige Teil des Kopfes, einschließlich der Gehörpartie, hinunter erweitert zum Brustkorb. Und nun denken Sie sich diese Partie etwas ummetamorphosiert, denken Sie sich namentlich sehr klein geworden den Durchmesser der Rippen. Denken Sie sich dasjenige, was sehr weit ist an den Rippen, am Brustkorb, hier in eine Röhre verwandelt, das Knochige ins Knorpelige umgesetzt. Dasjenige, was ich als Kopfpartie abgesondert habe, das denken Sie sich so ausgefüllt, dass die weniger ausgefüllten, die mehr löcherig gebliebenen Partien des Hauptes ausgegossen wären und dann dasjenige wegbliebe, was jetzt ausgefüllt ist mit etwas dickerer Gewebsmasse, denken Sie sich dasjenige, was im Kopf wirklich mit einer flüssig festen Masse ausgefüllt ist, ersetzt. Wenn Sie sich diese Ummetamorphosierung denken dieses Teiles des menschlichen Organismus, dann bekommen Sie die Kehlkopfmetamorphose, ein umgedrehtes Hinterhaupt mit daran angesetztem Brustkorb. Die Fortsetzung in den Kehlkopf nach oben ist wirklich eine Art Hinterkopf, metamorphosiert. Es ist so, dass die ätherischen Bildekräfte für den Kehlkopf tatsächlich ein Umwenden vollziehen, wenn wir sie vergleichen mit denjenigen, die Bildekräfte sind für die angezeigte Partie des Hinterhauptes mit dem Brustkorb daran. Wir tragen gewissermaßen in unserer Brust, in dem Kehlkopf, wenn wir die Sache ätherisch betrachten, einen zweiten Menschen, der allerdings in einer gewissen Weise verkümmert ist, aber die Ansätze, das Verkümmerte doch in einer gewissen Ausbildung in sich trägt. Würde dasjenige, was ich Ihnen geschildert habe, wiederum zurückgewendet und als Hinterkopf erscheinen, so würde es ja nach den Bildungskräften sich nach vorne ansetzen müssen die vorderen Hirnpartien. Diese Tendenz, so etwas anzusetzen, ist beim Kehlkopf auch vorhanden. Deshalb hat der Kehlkopf in seiner Nachbarschaft die Schilddrüse. Und dasjenige, was Ihnen in der neueren Physiologie entgegentritt als die eigentümlichen Bedingungen der Schilddrüse, das werden Sie metamorphosisch verstehen, wenn Sie in der Schilddrüse sehen können eine Art Dekadentes vor der Hirn, das gewissermaßen Funktionen hat, die es beim sprechenden Menschen dem Vorderhirn abnimmt. Die Schilddrüse muss mit dem Vorderhirn zusammenwirken. Wenn sie also in irgendeiner Weise krankhaft ist, so können Sie sich leicht vorstellen, was dafür Zustände eintreten müssen, weil der Mensch, indem er eben die Schilddrüse hat, einfach daraufhin organisiert ist, sie als ein mehr dem Brustmenschen angehöriges Denkorgan mitzuverwenden. Dasjenige, was ich als die ätherischen Bildekräfte bezeichnet habe, die da wirken, um diesen zweiten Menschen zustande zu bringen, der sich so umgekehrt in uns hineinsetzt,
Diese ätherischen Bildekräfte sind in der Tat sehr differenziert, und es ist so, dass, wenn in uns zustande kommt die Atmung und sich auslebt im Sprechen oder Singen, wenn also diese von einem gewissen Standpunkt aus, muss man es durchaus so nennen, modifizierte Atmung im Sprechen und Singen sich auslebt, dann ist das ganze Organsystem des Menschen, das ich zuerst gezeichnet habe, im Hinterhaupte und so weiter bis in die Brust hinein in einer solchen inneren Bewegung, dass diese Bewegung ihre Reflexe erlebt in der Kehlkopforganisation. Und wir haben dann uns vorzustellen, dass dieses ganze System hier, das ist auch nichts anderes mit dem Ohr zusammen als ein Kehlkopf, nur metamorphosiert, da ist ein Vorderhirn gewisse Wirkungen hervorruft, die sich reflektieren. So dass unser Kehlkopf dasjenige als Kräfte nach rückwärts eurythmisiert, was wir denken, fühlen und so weiter. Diese Eurythmie ist tatsächlich in uns vorhanden. Raute Bild ist 13 unser Kehlkopf eurythmisiert, und wir haben dann die Aufgabe, dasjenige, was sinnlich übersinnlich durch diese Reflexion des Kehlkopfes zustande kommt, wieder umzudrehen und zu übertragen nun ins Sichtbare, so dass durch unsere Arme dasjenige zum Ausdruck kommt, was wiederum das Zurückübertragene ist. Wir haben es also da tatsächlich mit etwas zu tun, was aus der menschlichen Organisation unmittelbar hervorgeholt ist. Man muss sich nun bewusst werden, dass damit hingedeutet ist auf dasjenige Organ, welches gewissermaßen wie ein anderer Kopf mit seiner Fortsetzung nach unten in die rhythmische Organisation hinein verlegt ist. Unser gewöhnlicher Kopf, der mehr oder weniger denkerische Kopf, hat die Eigentümlichkeit, dasjenige, was als rhythmisches in ihn her aufschlägt, namentlich durch den Arachnoidalraum, was eine Fortsetzung der Atmung ist, zur Ruhe zu bringen, in Ruhe zu verwandeln. Dadurch, dass das in Ruhe verwandelt wird, was unten Bewegung ist im rhythmischen System, dass also Gleichgewichtslage entsteht, Statisches entsteht aus dem Bewegten, sich gegenseitig in der Bewegung bedingenden, aus dem Dynamischen, dass also Statisches in unserem Haupt entsteht aus dem Dynamischen, dadurch ist das Denken bedingt. Umgekehrt ist es so, dass dasjenige, was wir in der Ruhe des Hauptes, in der Statik des Hauptes entwickeln, zurückwirkt auf die Dynamik des rhythmischen Menschen, und zwar im Wesentlichen zunächst verlangsamend. Es ist in der Tat so, dass unnatürliche Anstrengung des seelisch-geistigen durch das Haupt verlangsamend wirkt auf die Zirkulation. Und eine weitere Folge davon ist, dass chaotisches Denken, schlampiges Denken die Rhythmie in Arrhythmie verwandelt, den natürlichen Rhythmus, der sich im rhythmischen System des Menschen abspielen soll, in arrhythmisches verwandelt, sogar dann, wenn es ausartet, in antirhythmisches. Und wenn man den Menschen verstehen will, muss man den Zusammenhang beobachten zwischen dem Zirkulations- und Atmungssystem und dem schlampigen, chaotischen Denken und auch dem logischen Denken. Denn das logische Denken als solches hat in sich die Tendenz, den Rhythmus zu verlangsamen, träge zu machen. Das logische Denken hat den Eigensinn, aus dem Rhythmus her auszufallen. Daher wird dasjenige Seelenleben, das wiederum in den Rhythmus hineinfallen will, über die bloße Logik hinausstreben und wird versuchen, Sätze, Verse so zu gestalten, dass sie nicht im Sinne der Syntax, sondern im Sinne des Rhythmus ablaufen. Indem man von der Prosa, die die Feindin des Rhythmus ist, wenn sie nicht gerade rhythmische Prosa ist, in der Poesie wiederum zurückstrebt zum Rhythmus, versucht man wiederum menschlicher zu werden. Ich behaupte ja nicht, dass man nach der Tierseite hin durch das Logische sich entwickelt. Sie können sich immerhin, wenn Sie wollen, vorstellen, dass man sich zum Engelhaften entwickele. Aber eben, wenn man wiederum vom Logischen zurückstrebt zum Menschlichen, so handelt es sich darum, dass man in die Aufeinanderfolge der Silben, in die Silbenbewegung, in die Lautbewegung, in die Satzgestaltung wiederum das hineinbringt, was nicht die Logik, nicht die Syntax fordert, sondern was der Rhythmus fordert. Wir müssen hören auf den rhythmischen Menschen, wenn wir in die Poesie zurück wollen, wir müssen hören auf den Kopfmenschen, wenn wir in die Prosa rücken wollen. Das wird Ihnen andeuten,
wie in der Tat ein Zusammenhang ist zwischen dem ganz offenbaren Menschenteil, den ich Ihnen geschildert habe, und dem, der sich als eine Metamorphose dieses Menschenteiles etwas verbirgt. Aber in uns ist er, dieser Eurythmiker, der als Ätherleib des Kehlkopfes eine ganz deutliche Eurythmie ausführt, was aber, wie Sie aus alledem entnehmen können, das ich Ihnen dargestellt habe, innig nun zusammenhängt mit der normalen Ausbildung unseres Atmungssystems, unseres ganzen Zirkulationssystems und damit natürlich sogar auf dem Umwege durch das Zirkulationssystem mit dem Stoffwechselsystem. Nun handelt es sich darum, dass alle möglichen Anlässe gegeben sind, dass diese ganz komplizierte Einrichtung, auf die ich Sie hier hingewiesen habe, dieses Ineinanderpassen eines nach vorne und eines nach rückwärts strebenden Systems, sehr leicht aus den Fugen kommen kann. Man kann eigentlich sagen, sie ist bei den wenigsten Menschen unserer heutigen Kultur in den Fugen, und es wird nötig sein, sich in dieser Richtung eine gewisse Beobachtungsgabe anzueignen aus dem Grunde, weil dann, wenn zum Beispiel im kindlichen Alter die obere, die Kopforganisation des Menschen so gehandhabt wird, dass die Sünde wieder die rhythmische Organisation zu groß wird, tatsächlich dadurch, dass sich in der menschlichen Organisation, ich möchte sagen, lawinenartig die kleinen Anlässe zu großen Wirkungen ausbilden, dadurch tatsächlich alles Mögliche im späteren Alter entstehen kann, einfach durch eine Unregelmäßigkeit im Zusammenhang desjenigen, was ich jetzt geschildert habe. Es ist zum Beispiel von einer außerordentlichen Bedeutung, wenn man einmal Kinder daraufhin ansieht, inwiefern sie das mehr unbewusste Leben in Rhythmen in ihrem ganzen Seelenleben vorherrschend haben gegenüber dem beruhigenden Element der Kopforganisation. Haben sie das, herrscht vor das rhythmische System, prädominiert es, dann muss man wirklich darauf aufmerksam werden, ob nicht da in der Erziehung des Kindes etwas zu geschehen habe. Zeigt sich das nach und nach wie habituell, dann ist es notwendig, dass etwas geschieht. Wenn das Kind durch die Anomalie, auf die ich eben hingedeutet habe, immer aufgeregter und aufgeregter, immer zappeliger und zappeliger wird, wenn man nichts anfangen kann mit ihm, dann ist es notwendig, dass man versucht, in seine ganze Organisation etwas Jambisches hineinzubringen. Man kann das dadurch, dass man das Kind gehen lässt so, dass es immer mit vollem Bewusstsein es muss dazu angeleitet werden als erstes nach vorne bewegt den linken Arm und die linke Hand, nachher den rechten Arm, so dass das bewusster wird. Aber es muss das Bewusstsein haben, das ist der erste und ist der erste gewesen. Während der ganzen Übung muss das Bewusstsein vorherrschen, das war der erste und bleibt der erste, es hat angefangen mit dem linken. Man kann dann das Ganze unterstützen dadurch, dass man es gehen lässt und ausschreiten lässt mit dem linken Bein und das rechte nachziehen lässt, so dass sich der Handübung und Armübung in der Tat anschließt die Beinübung und die Fußübung, die dann nur eine Unterstützung ist. Das Wesentliche, worauf es ankommt, ist schon die Armübung. Wenn man das Kind in dieser Weise jambisch, wie man es nennen kann, üben lässt, dann wird man sehen, wenn man solche Übungen lange genug fortsetzt, dass sie beruhigend wirken auf ein zappliges Kind, auf ein aufgeregtes Kind und dergleichen. Aus ihren eurythmischen Kenntnissen heraus könnten sie etwa sagen, sie lassen das Kind mit dem linken Arm ein halbes A machen und dann dieses halbe A abschließen zu einem ganzen A mit dem rechten Arm, und so fort, indem das Kind dabei in Bewegung ist und das A nicht auf einmal zustande kommt, sondern eben nach und nach, aus mitbewegendem Bestehen nacheinander zustande kommt. Hat man aber ein Kind, welches phlegmatisch ist, welches nicht auffassen will, unsere Waldorflehrer kennen diese Kinder sehr gut, sie können einen manchmal ganz leise zur Verzweiflung bringen, sie hören eigentlich alles nicht, was man ihnen sagt, es geht alles an ihnen vorbei, dann wird man gut tun, wenn man dieses Kind trocheisch behandelt, nämlich jetzt umgekehrt. Natürlich kann man nicht gleich vom Anfange an alles machen, das ist ein Element, das schon in die Waldorfpädagogik auch noch hineinkommen wird. Man lässt das A entstehen so, dass das Kind weiß, zuerst rechter Arm, linker Arm,
rechter Arm, linker Arm, und dann wiederum, rechtes Bein vorsetzen, linkes nachziehen, also die Armbewegung, die sich zum A formt, aber zum nacheinander entstehenden A formt, durch die Beinbewegung, Fußbewegung unterstützen lassen. Es ist ganz besonders darauf zu achten, dass diese Dinge so gemacht werden, dass sie im Bewusstsein des Kindes leben, dass das Kind also wirklich das Bewusstsein hat, dass einmal war der linke Arm der erste, das andere Mal war der rechte Arm der erste. Sie werden finden, dass diese Dinge für einen dann schwer verständlich werden, für das innere Begreifen Schwierigkeiten bieten, wenn man ganz und gar im heutigen Sinne Physiologe ist und glaubt, alles Seelenleben des Menschen wäre durch das Nervensystem vermittelt, wenn man also nicht weiß, dass das Fühlen durch das rhythmische System und nur das Vorstellen durch das Nervensinnessystem und durch das Stoffwechselsystem das Wollen vermittelt wird. Wenn man diese Dinge nicht kennt, dann kann man sehr schwer zu der Vorstellung sich durchringen, was es für das ganze seelisch-geistige Wesen und auf der anderen Seite auch für das leiblich-physische Wesen beim Menschen für eine Bedeutung hat, was an irgendeiner Stelle des menschlichen Leibes geschieht. Derjenige, der auf einem solchen Felde wirklich sich Beobachtungsgabe aneignet, der weiß, wenn einer ungeschickt ist in einer Hand, wenn er ungeschickt ist in der Fingerbewegung und dergleichen, zeigt er auch eine ganz bestimmte Dehnkarte, die man vergleichen kann mit dem, was in den Fingern geschieht. Und sehr interessant ist wirklich, den Zusammenhang zu studieren zwischen der Art und Weise, wie jemand den Armmechanismus und die Fingerphysiognomie beherrscht, mit dem, wie er denkt. Denn dasjenige, was der Mensch geistig-seelisch da lebt, geht eben nicht bloß aus dem Gehirn und seinem Nervennetz hervor, sondern tatsächlich aus dem ganzen Menschen. Und man muss verstehen lernen, man denkt nicht bloß mit dem Gehirn, man denkt auch mit seinem kleinen Finger und mit seiner großen Zehe. Es hat eine gewisse Bedeutung, Leichtigkeit gerade in den Gliedmaßen sich anzueignen, denn es gibt Leichtigkeit auch in Bezug auf das Seelenleben. Diese Dinge können wir werden das schon in den weiteren Stunden sehen im Grunde genommen eigentlich nur dann getrieben werden, wenn man für die Schule die nötigen Mittel hat, um wirklich vollständig Schulhygiene neben dem Unterricht treiben zu können. Es kann zum Beispiel durchaus vorkommen, dass ein Kind die besondere Eigentümlichkeit zeigt, dass es nicht zu der Auffassung geometrischer Figuren kommt. Es kann nicht in der Anschauung zu der Auffassung geometrischer Figuren kommen. Sie werden dem Kinde dann einen großen Dienst tun, wenn Sie es, so schwer es geht, dazu veranlassen, zwischen der großen Zehe und der nächsten Zehe einen kleinen Bleistift zu nehmen, den zu halten und mit dem wirklich richtigen Buchstaben aufzuschreiben. Das ist etwas, was eine gewisse Bedeutung hat, und was auf einen Zusammenhang im Menschen durchaus in ganz berechtigter Weise hinweist. Nun kann es sich gerade beim Kinde darum handeln, dass man sieht, es schnappen gewissermaßen die drei Glieder des menschlichen Organismus nicht ordentlich ineinander ein. Es ist ja ein großer Teil der Anomalien des Lebens eigentlich beruhend auf einem solchen nicht ordentlichen Einschnappen. Vor allen Dingen, die Kinder haben Kopfschmerzen, gleichzeitig merkt man, dass in der Verdauung etwas nicht in Ordnung ist, und so weiter. Die mannigfaltigsten Zustände können da auftreten. Wir werden noch weitere Andeutungen darüber zu machen haben anhand weiterer Übungen, die in den nächsten Tagen gezeigt werden sollen. Aber man kann, wenn man vor einer solchen Tatsache steht wie die eben angedeutete, schon mit dem Kinde oder mit den Kindern viel erreichen, wenn man sie die folgende Übung machen lässt, ein eurythmisches 1, wie sie es ja schon kennen, ein eurythmisches A und ein eurythmisches 0, aber so, dass man die Kinder das E machen lässt mit dem ganzen Oberkörper. Ich möchte hier ausdrücklich betonen, damit namentlich unsere ärztlichen Freunde es wissen, dasjenige, was in der Eurythmie das Wesentliche ist und wodurch auch für die Kunsteurythmie das Wesentliche bewirkt wird, das ist nicht die bloß von außen angeschaute Form des gestellten Gliedes, sondern das ist dasjenige, was zustande kommt, wenn in dem gestellten Gliede die Streckung des Gliedes oder die Beugung des Gliedes gefühlt wird. Das in dem Gliede Gefühlte ist es,
worauf es ankommt. Nehmen Sie also an, Sie machen durch beide Arme ein Eins, so erscheint auch nach außen dieses I nicht richtig, wenn Sie etwa bloß auf die Zeichnung schauen, auf den Formgehalt, sondern Sie müssen zugleich und Sie sehen es dem Menschen an das Gefühl haben, er fühlt, während er das macht, die Streckkräfte darinnen. Ebenso wenn ein Mensch zum Beispiel das E macht, so kommt es nicht darauf an, dass er bloß dieses macht, kreuzende Armbewegung, sondern dass er fühlt, hier legt sich das eine Glied an das andere an. In dem Fühlen des einen Gliedes auf dem anderen, darin liegt das E in Wirklichkeit. Und dasjenige, was man sieht, ist eben der Ausdruck für dieses Fühlen des einen Gliedes durch das andere. Denn das, was Sie da vollziehen, ist nichts anderes, als was Sie vollziehen, indem Sie schauen. Ein E führen Sie fortwährend aus, indem Sie die rechte Augnachse mit der linken kreuzen, um einen Punkt zu finden und nun eine gekreuzte Linie zu bekommen. Das ist eigentlich das UE. Und dasjenige, was hier ausgeführt wird, ist ja im Grunde die Nachahmung der Sache, aber es ist ja alles im Menschen Metamorphose, und es ist durchaus eine gerechtfertigte Nachahmung, die man in diesem E vollzieht, denn der Kehlkopf macht nach hinten beim E-Sprechen ganz genau dieselbe Form im Ätherischen. Also es ist notwendig, wenn Sie dann die Übung mit dem Kinde machen, dass Sie das E mit dem Oberkörper machen lassen, das heißt, dass das Kind anfängt, den Oberkörper in Strecklage zu versetzen. Es fühlt den ganzen Oberkörper gestreckt. Es macht so, dass es mit den Beinen das A macht, und es macht das Null, indem es seine Arme so bewegt. Das aber lassen Sie das Kind möglichst rasch hintereinander machen, Strecken des Oberkörpers vertikal in die Höhe, auseinander der Beine, Null Bewegung mit den Armen, wiederum ab, an und so weiter. Und man kann eine solche Sache durchaus auch im Chor mit den Kindern machen. Es ist natürlich dann festzuhalten, dass es ja im Grunde genommen nötig wäre, dass man, um solche Übungen auszuführen, nicht klassenmäßig die Übungen treibt. Die Kunsteurythmie und die Eurythmie, die wir sonst aus pädagogisch-didaktischen Gründen treiben, sollen klassenmäßig betrieben werden. Das gehört so, da gehören die Kinder gleichen Alters zusammen. Aber man müsste, um nun übergehen zu lassen, die gewöhnliche Klasseneurythmie in diese schon an die hygienisch-therapeutische Eurythmie anknüpfenden Sachen, aus den verschiedenen Klassen diejenigen herausnehmen, bei denen man gerade durch ihre Besonderheiten, die ich charakterisiert habe, durch ihr Nichtzusammenstimmen der drei Glieder der menschlichen Wesenheit für nötig befindet, dass sie eine solche Übung durchmachen. Man kann sie dann aus den verschiedensten Klassen herausnehmen und man kann dann mit diesen dafür besonders geeigneten diese Übung machen. Aber das müsste eigentlich dann gemacht werden, wenn man tatsächlich hygienische Eurythmie, therapeutische Eurythmie in der Schule treiben wollte. Aber schon das, nicht wahr, bringt uns eigentlich im Grunde genommen auf den Weg, der in seiner weiteren Verfolgung dazu führen soll, dass wir hier bestimmte Bewegungen, die nur Metamorphosen sind des gewöhnlichen Eurythmischen, studieren werden und in ihrer Wirkung auf die menschliche Organisation verfolgen. Tatsächlich ist es so, dass wir im Inneren Organe haben, und diese Organe haben gewisse Formen. In diesen Formen können Anomalien liegen. Jede Organform steht in einem gewissen Zusammenhang mit einer möglichen Bewegungsform des äußeren Menschen, so dass Sie sagen können, nehmen wir an, irgendein Organ, meinetwillen die Galle, neigt zum Deformieren, zum Annehmen einer anomalen Form. Es gibt eine Bewegungsform, welche dem entgegenwirkt, und so für jedes Organ. Nach dieser Richtung hin wollen wir dann das Weitere gestalten. Ich wollte dieses heute als Einleitung geben, um Sie zunächst auf den Weg zu bringen in dieser Sache.